Aerobische Übungen sind ausgezeichnet, um Fett abzubauen. Wenn du regelmäßig trainierst, kannst du den Metabolismus verbessern und so die Fähigkeit, Fett in Energie umzuwandeln fördern. Darüber hinaus kannst du damit Schadstoffe und überschüssige Flüssigkeiten aus dem Organismus ausleiten, die den Gewichtsverlust ebenfalls behindern. Gehen zählt zu den einfachsten aerobischen Übungen. Damit kannst du nicht nur einfacher abnehmen, sondern auch von zahlreichen anderen Vorteilen profitieren. Wenn du täglich gehst, kannst du Durchblutungsstörungen lindern, im Gewebe angelagerte Flüssigkeiten ausleiten und Muskelsteife verhindern. Auch für Patienten mit Diabetes Typ 2 ist dies eine sehr empfehlenswerte Bewegungsart. Damit kann auch der Blutdruck gesenkt werden. Hast du diesen Beitrag schon gelesen? Barfuß gehen erstaunliche Vorteile. Auch Zumba ist eine ausgezeichnete aerobische Übungsform, die unterhaltsam ist und viel Spaß macht. Dabei werden im Rhythmus verschiedener Musikstile Tanzübungen ausgeführt. Damit kann man alle Körperbereiche trainieren und Fett an Problemzonen, wie beispielsweise Bauch und Hüfte, reduzieren. Wenn du eine Stunde lang trainierst, kannst du bis zu 1500 Kalorien verbrennen, je nachdem wie intensiv die Bewegungen sind. Step hilft dir nicht nur dabei, Fett zu verbrennen, du kannst damit auch deine Muskelmasse aufbauen. Damit können auch die physische Widerstandsfähigkeit, das Gleichgewicht und die Konzentrationsfähigkeit trainiert werden. Auch Radfahren ist eine aerobische Übung, mit der man vorwiegend zwei Funktionen erreichen kann. Regelmäßiges Radfahren hilft auch, Stress abzubauen, Gelenkbeschwerden vorzubeugen und die Durchblutung zu verbessern. Wir empfehlen auch diesen Beitrag. Warum machen eigentlich alle Zumba? Wir erklären dir die Vorzüge. Seilspringen macht Spaß und erinnert uns an unsere Kindheitstage. Damit kann man Fett verbrennen, während man die Muskeln aufbaut. Bei dieser Übung verbessern sich metabolische Prozesse und man kann gleichzeitig Knochen und Gelenke stärken. Auch für die kognitive Gesundheit ist Seilspringen zu empfehlen, denn dafür wird Konzentration und Koordination benötigt. Lesetipp: Frühstück und Abendessen, 5 Schlüssel, die dir beim Abnehmen helfen. Wie du siehst, ist es ganz einfach, zu Hause zu trainieren. Konstanz und Ausdauer sind jedoch Grundvoraussetzung. Wähle selbst, welche Möglichkeit dir am besten gefällt und trainiere jeden Tag, um dein Wunschziel zu erreichen.